Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was bisher geschah. Kurz vor Release des Burning Crusade Pre-Patches haut Blizzard nochmal ein paar Änderungen raus. Welche das sind, haben wir für euch kurz und knapp zusammengefasst. Wenn euch das Video gefällt, lasst uns doch super gerne einen Daumen nach oben da. Legen wir aber direkt mal los. Keine Gildenbank zu Release. Um den ursprünglichen Ablauf in einer gewissen Form zu wahren, hat Blizzard beschlossen, die Gildenbank erst mit einem späteren Patch in The Burning Crusade Classic einzuführen. Allerdings wesentlich früher als im Original damals mit dem Zulaman-Patch. Da wir eh schon bei Hashtag SomeChanges sind, hätten sie dieses Feature unserer Meinung nach auch direkt einführen können. Dann sind wir mal ehrlich, großen Einfluss aufs Spiel, wenn überhaupt, hat die Gildenbank nicht. Dafür erleichtert sie definitiv allen Gildenleitern und oder Gildenbankführern das Leben. Aber gut, da müssen wir uns mit zufrieden geben. Die Preise vom Klonen wurden gesenkt. Mit dem Pre-Patch müsst ihr euch bekanntlich entscheiden, ob ihr mit eurem Server weiter nach der Burning Crusade Classic geht oder aber ob ihr mit eurem Char auf einen Classic Era Server spielen möchtet. Die Entscheidung muss pro Charakter getroffen werden und lässt sich nur mit dem Klonservice von Blizzard ändern. Solltet ihr also beides mit eurem Char spielen wollen, kostet euch das echt Geld. Blizzard hat hier ursprünglich einen Preis von 35€ angesetzt, hat diesen aber jetzt, so gesehen last minute, auf 15€ pro Charakter heruntergesetzt. Ob das jetzt ein Marketing-Trick im Sinne von erstmal mit einem hohen Preis schocken und dann, als wir gehen auf die Community ein und senken den Preis, war, wollen wir an der Stelle mal nicht unterstellen. Für uns sind jedenfalls die 15€ pro Charakter immer noch viel zu hoch. Was meint ihr dazu? Werdet ihr nun kopieren, auch wenn ihr vielleicht eines der beiden gar nicht spielen werdet? Oder meint ihr, wie wir, dass selbst 15€ pro Char noch zu teuer sind? Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare. Classic-Era-Server werden verknüpft. Nachdem Blizzard letzte Woche bekannt gegeben hat, alle englischsprachigen Era-Server größtenteils zusammenzulegen, kam nun auch die Info, das mit den deutschen Servern zu machen. Folgende Server sollen ab dem Pre-Patch somit gemerged werden: Luciferon, Patchwork und Transcendence, Lakeshire und Everlook, Dragon's Call, Heartstriker und Vinoxus. Nicht unbedingt die beste Art und Weise, aber wir denken mal, es war jedem bewusst, dass solch eine Serverzusammenlegung in irgendeiner Form kommen wird. Kommen wir aber direkt zu zwei Sachen, welche in The Burning Crusade Classic auf jeden Fall implementiert werden. Wenn ihr nun Post von einem eurer Chars auf einen anderen sendet, kommt diese instant an und benötigt nicht die aktuell eine Stunde Transferzeit. Macht dem einen oder anderen das Leben auf jeden Fall angenehmer. Außerdem wird nun der von euch geheilte Betrag auf einem befreundeten Ziel über seinem Charakter angezeigt. Ging das zu Classic nur mit Addons wie Show My Heal, welches euch zumindest auf eurem Interface den Betrag der Heilung angezeigt hat, wird das ab der Burning Crusade Classic nun automatisch auf dem von euch geheilten Charakter angezeigt. Servertransfers sind wieder möglich. Ab dem Pre-Patch könnt ihr euch nun wieder, zumindest auf den Servern, welche mit nach der Burning Crusade Classic gehen, ein neues Zuhause suchen. Das Sahnehäubchen ist hier noch, dass euer Goldlimit von 2000 auf 5000 angehoben wird. Für Leute mit mehr als genug Gold jetzt nicht unbedingt der Brüller, aber vielleicht für den einen oder anderen Spieler doch sehr angenehm. So muss nicht unnötig Zeit und Gold in Mats investiert werden, eure Bank vollgemacht werden und dann transferiert, sondern ihr könnt so wie es ist einfach kopieren. Es gibt ein paar weitere Infos über den Dark Portal Pass oder auch einfach Character Boost. Wie wir ja schon wissen, wird dieser nur einmal pro Account auf einem Charakter anwendbar sein. Das bedeutet, ihr könnt, wenn ihr möchtet, einen bestehenden Charakter auf Level 58 aufwerten und müsst dazu keinen neuen erstellen. Somit hättet ihr die Möglichkeit, einen Char zu wählen, welcher schon etwas höher im Level ist, dafür allerdings die Berufe schon weiter ausgebaut hat. Was passiert aber mit eurer angelegten Rüstung und die, welche ihr im Inventar habt? Diese wird euch ganz einfach via Post gesendet, sodass ihr ganz normal mit dem Level 58er Startgear loslegen könnt. Ihr startet zusätzlich mit 4 14er Taschen. Hexer und Jäger haben allerdings nur 3, dafür noch eine Seelentasche bzw. Köcher. Jeglicher Waffenskill befindet sich auf Stufe 290. Eine weitere, bis jetzt noch nicht bekannte Info: Ihr könnt die ersten 24 Stunden nach dem Boosten keine Classic Dungeons und Raids betreten. Schreibt uns gern mal eure Meinung in die Kommentare. Das war's dann auch schon wieder für diese Ausgabe. Wir wünschen allen einen schönen Start für The Burning Crusade Classic und allen Classic-Ära-Spielern weiterhin eine geile Zeit. In beiden Fällen heißt es natürlich, immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.